Auf vielen Straßen dieser Welt habt ihr euch sorglos rumgetrieben, so ohne Zelt und ohne Geld, der Tippelei verschrieben, so ohne Zelt und ohne Geld, der Tippelei verschrieben. Was galt euch Armut, was Gefahr? Ihr habt verachtet und zerschunden, da draußen treibend Jahr für Jahr, doch euer Glück gefunden. Da draußen treibend Jahr für Jahr, doch euer Glück gefunden. Hat manches Lied der Und ja, Leute, wie man sieht, sieht man nicht wirklich viel heute. Ja, Linz ist komplett bedeckt, das Rheintal auch. Ja, ich würde sagen 50 Meter Sichtweite, mehr nicht. Mal schauen, vielleicht klärt es ja im Laufe der Zeit noch auf, dann kann ich euch ein bisschen mehr zeigen. Ansonsten, Linz habe ich eben ein bisschen gefilmt, ist eine super wunderschöne Stadt mit sehr vielen alten Fachwerkhäusern. Und ja, das hat mich schon mal gefreut, das eben mir angucken zu dürfen. Und ich würde sagen, es geht jetzt auch weiter. Eben in Linz noch ein bisschen gefroren. Jetzt hier nach diesem Anstieg will man sich am liebsten die Klamotten hier alle vom Leibe reißen, ohne Witz. Und weiter geht's hier. Und wie man sieht, laufen wir jetzt hier irgendwie durch die Wolken. Hat auch eine spezielle Atmosphäre. Aber ich hätte schon gerne den schönen Rheinblick gehabt. Aber mal schauen, was nicht ist, kann ja noch werden. Und bis jetzt geht es echt, wie man es kennt, vom Rheinsteig hoch, runter, direkt auf den ersten Metern auf einem echt klasse Single Trail. Ja, wie man es kennt vom Rheinsteig, echt übertrieben cool. Und wie man hier jetzt sieht, verlässt uns jetzt auch der Rundweg hier in Linz und den folgen wir jetzt weiter. Boah, die Jungs muss ich schon teilweise bücken, ey. Das ist ja schon übelst krass. Hier auch, wie man sieht, ein Geländer zum Festhalten. Was ich mit Sicherheit da jetzt auch brauchen werde. So, hier ist auch wieder ein bisschen Zivilisation. Und wie man jetzt hier sieht, eine einmalige Atmosphäre, eine super Stelle hier. Cool. Wie man dort unten jetzt sieht, verläuft da ein ganz kleiner Bach in der Schlucht. Und ja, dieser Schlucht oder beziehungsweise diesen Bach geht es jetzt teilweise schon ein ganzes Stück entlang. Und man hört die ganze Zeit auf dem Weg das Wasser plätschern. Mega mystisch, mega cool. Und das jetzt alles in dieser Nebelstimmung. Wow. Und wie man jetzt sieht, geht es jetzt hier an einem Sportplatz entlang. Und da kann man mal sehen, wie weit die Sichtweite heute ist. Also 50 Meter, die Hälfte vom einen Sportplatz. Mehr ist das nicht.
Und hier kann man so ein bisschen sehen, wie es aussieht oder wie es aussehen würde. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varia. Und gerade ging es wieder brachial nach oben. Ja, wenn die Muskeln beschließen, die Schotten dicht zu machen, dann ist es eine echt anstrengende Gelegenheit, die Muskeln vom Gegenteil zu überzeugen. Aber hat hingehauen. Aber immerhin, man sieht zumindest schon mal ein bisschen was. Ja, und jetzt geht es auch hier wieder aus dem Dorf raus, direkt wieder auf dem Quell und direkt wieder berg hoch. Ich bilde mir langsam ein, dass es langsam heller wird oder klarer wird, sagen wir mal so. Ja Leute, und hier der Trail ist eine richtige Challenge geworden. Hier sind überall ja Apfelbäume und die sind alle hier in diese kleine Schlucht reingekullert. Ja, kann man sich das ungefähr so vorstellen, als würde man hier so einen Trail hochlaufen, wo überall ja Äpfel liegen. Ich höre immer wieder mal ja ein paar Kommentare auf verschiedenen Plattformen, dass meine Videos ja viel zu lang sind, warum ich die nicht kürzer machen würde. Das liegt einfach daran, ich schneide die Videos so, wie mir sie gefallen und nicht so, wie es anderen gefallen könnte eventuell. Also nicht so Mainstream-Videos. Das heißt, ganz kurze Videos und ganz viel Inhalt reinballern, ganz viele Informationen reinballern. Nee, ich nehme euch da immer so als ja, Wanderkumpels mit, als Wanderfreunde. Und ich laber meine Freunde auch nicht voll. Die Ortschaft heißt so. Und den Pilz kann man essen, der Pilz ist giftig und dieser Baum ist eine Birke und dieser Baum dort hinten ist eine Fichte. Ja, das mache ich nicht. Und deshalb, ich sage oder ich kommentiere immer das, was ich denke, was ich fühle, wenn ich diesen ja, Wanderweg gehe. Ist mit Sicherheit nicht YouTube Mainstream-mäßig und auch die Videolänge. Ich mache das so, wie es mir gefällt, wie ich ja, später noch eine coole Erinnerung daran habe. Ja, und wem das nicht gefällt oder wem das Geschwafel irgendwie zu lang ist oder wie auch immer, ihr könnt vorspulen oder ihr könnt andere YouTuber haben auch schöne Videos, könnt ihr gerne da hingehen und mich in Ruhe lassen. Ja, aber was mich immer tierisch freut, ist, dass ich ja in letzter Zeit immer sehr, sehr, sehr schöne Kommentare, auch wo ich denke, das ist jetzt echt vom Herzen gemeint und die auch verstehen, wie ich das so mache und warum ich das so mache. Das spürt man manchmal bei manchen Kommentaren und das freut mich tierisch. Vor allem freut mich auch, dass immer wieder viele mich anschreiben, können wir ein Stück zusammen gehen. Zum Beispiel vor einem Jahr auf dem Projekt der LAN. Ja, auch Leute gewesen, die ich nicht kannte, die wir dann gemeinsam, ja, ich mit meinem Bruder kennengelernt habe. Und ich bereue es bis jetzt nicht. Ich finde es immer cool und es wird es auch in Zukunft wieder geben. Und ja, nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Mir fällt immer so ein schöner Spruch ein, den ich mir auch gerne auf die Fahne schreibe. Und zwar, ich bin kein Reiseveranstalter. Ich bin vielleicht ein Reiseverführer. Und ja Leute, in diesem Sinne, jetzt habe ich wieder 3 Minuten gelabert. Unter mir, man hört auch wieder die Stadt. Ja. Am I happy? Am I doing what I love? Am I steady? Am I loyal to my arts? Am I ready?
for the fruits of my cause, of my thoughts and my actions flowing from my heart. Am I solid? Am I bent on my health? Do I love it? Am I proud of myself? Am I gunning for the happiness and clarity? Am I really worthy? Am I humble and deserving? Up or down? Und wie es langsam aussieht, ja, kämpft sich die Sonne jetzt echt mal langsam durch. Boah, Alter. Ich habe so das Gefühl, dort oben auf dem Berg scheint die Sonne und ich verlasse die Wolke hinter mir. Ach Gott, oh Gott. Jetzt echt ist im Schneckentempo hier, ey. Das ist gerade ein echt schöner Moment, hier jetzt mal über die Weinberge. Oben sieht man, wie man langsam vermutlich aus der Wolke hinaussteigt. Und hier ist jetzt auch so ein Tor. Wahrscheinlich wegen den Wildtieren. Damit die nicht hier rumknabbern. Und damit willkommen auf der 5. Rheinsteig-Etappe. Ich bin jetzt die 4. komplett gelaufen, alles im Nebel. Und jetzt in Bad Hönningen, wo die Etappe aufgehört hätte, kommt die Sonne raus und ich habe einfach Lust weiterzulaufen. Bin jetzt ja auf der letzten Etappe komplett nur durch die Suppe gelaufen. Ja, was eigentlich auch cool war, aber jetzt freut es mich gerade, dass die Sonne raus scheint und dann einfach aufhören. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich glaube, man kann doch jetzt verstehen, dass ich nicht einfach hier jetzt aufhören werde. Wir haben 15 Uhr. Ich vermute mal, weil es jetzt ziemlich ja wieder hell geworden ist, dass es bis 18 Uhr hell bleibt. Also 3 Stunden. Ich gebe Gas. Mehr bleibt mir jetzt nicht übrig. Geht es wieder ja in die Weinberge. Unten sieht man auch überall die Nebel im Tal hängen und wir laufen jetzt wieder weiter hoch und erfreuen uns gleich eines schönen Ausblickes. Ah, das motiviert jetzt irgendwie nochmal. I'm letting it all go. I've been walking in the dark. I'm getting off this road, I'm gonna follow my heart. Not gonna waste another year. Wanna feel it in my bones. Und es fängt langsam an, ja, ein bisschen warm zu werden in der Sonne. Und hier hinter mir so ein schöner Ausblick, jetzt auch mal in der Sonne.
zeig's euch jetzt. Boah. I drifted off course. I lost my way. Never been here before. I don't recognize this place. Ja, Leute, ich muss das jetzt mal echt einfach mal auf mich wirken lassen. Gotta get back on my own. Der Wahnsinn hier, ey. I wanna feel you need. It's a long way from here. Those words I never said. Now they're spinning in my head, and I'm gonna spit it out. There's nothing left to fear. Fear took everything I've known. I wanna feel you need. It's a long way home from here. I'm digging in my heels. My will is set in stone. I wanna feel you near. It's a long way home. It's a long way home. It's a long way home from here. Jetzt am finalen Abstieg angekommen. Das sind Bilder. Einfach nur. Ja, ihr seht es selber, Leute, oder? Und ja, Leute, hier eine super Stelle, um mal ein bisschen zu chillen. Natürlich in bester Begleitung, wie man sieht, voll das schöne Pferd. Und ja, unten sehe ich schon die Ortschaft, wo ich gleich diese Tour beenden werde. Mich hat es tierisch gefreut, dass heute noch die Sonne rausgekommen ist. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich geschafft. Aber hier die Stelle ist optimal, um aufzuhören und beim nächsten Mal wieder anzufangen, Leute. Everybody has a story to Beste tell. Beste Pferd ever. And I can almost see yours through your eyes. Well, if that's your biggest secret, then I'm sorry, but I will not tell you mine. Seems like you had a bumpy ride. And I must say it's nice to get to know. Please don't get close, please don't. 'Cause I'm good at being me, just cruising on my own. I've never been nobody else. Hell, it's all I've ever known. I know exactly what I want. I know exactly who I am. I'm only good at being me. And I hope you'll understand. 'Cause staring at your lips as you're telling me a story about your friend. Haven't heard a single word you said. Guess you can't help being beautiful.